So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Starchild. Ja, ich hoffe, du hattest gestern eine schöne Silvesterparty, hast gut reingefeiert. Ja, ich bin auch erst irgendwann um 2 ins Bett gegangen. Heute natürlich auch entsprechend länger geschlafen. Somit hat sich mein ganzer Schlafrhythmus verschoben. Aber ja, ich hoffe, du hast eine schöne Feier gehabt, ganz so, wie du dir das vorgestellt hast. Na, manche sind Silvester auch gern allein daheim, machen sich's gemütlich, manche gehen in die Disco, ne, manche sind bei der Familie oder dann gibt es Raclette oder der Klassiker eben. Ja, und jetzt hoffe ich, du bist heute gut in deinen Tag gestartet. Energien für heute haben wir uns ja gestern schon angeschaut. Auf meinem anderen Kanal Angel Readings habe ich heute ausnahmsweise mal ein großes Deck hochgeladen. Die große Jahreslegung für die Kollektivenergie. Das heißt, was erwartet uns denn dieses Jahr alles in der Liebe, im Beruf, finanziell, in der Gesundheit? Was kannst du für dich tun? Was ist dein großes Thema? Auf jeden Fall mal nächstes Jahr, wo du schauen darfst, aha, da bin ich also unterwegs, in die Richtung geht's für mich, da will ich hin, da sollte ich hin, damit ich ein gutes Jahr 2024 habe. Das könnt ihr euch gerne anschauen am anderen Kanal Angel Readings. Einfach mal reinklicken, gönn dir die 20 Minuten und lass dich mal berieseln. Und wir schauen jetzt natürlich auch schon wieder in den zweiten Tag des Jahres hinein. Welche Energien haben wir da? Ja, einige müssen ja vielleicht morgen wieder auf die Arbeit, ich auch. Na? Und da wollen wir mal schauen, ja, was erwartet uns denn da so Schönes? Und das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal an. Also ich mache mal hier, ich mache mich mal in die Ecke rein. So. Und dann gucken wir mal, was sind denn da für Energien? Zack. Oh, liegt auch schon gerade. Hey, habe ich auch schon gerade auf meinem Angel Readings Kanal gesagt. Großes Deck ausgelegt, Kamera an und Einstellung passt perfekt. Also besser kann das Jahr gar nicht starten. Also, wir gucken mal allgemein, was sieht man denn da so Schönes für den 2. Januar, was geht ab? Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? So, da haben wir auch schon eine Karte mit der Schlange, die da ja immer erstmal grundsätzlich die Heilung bedeutet. Ja, also Heilung, ja, vielleicht auch tatsächlich diese Energien jetzt mit reinnehmen in den Jahresbeginn und sagen, ich gehe für mich selber in die Heilung, ich kann schon merken, spüren und fühlen, was um mich herum ist, was mir nicht gut tut. Das gerne immer wieder anschauen und sagen, ich entferne mich davon, ich gebe das weg davon. Ne? Schlange ist natürlich auch gern mal der lange Weg. Also ist ja jetzt am Jahresanfang auch der lange Weg durchs Jahr. Wie wird der sein? Wie wird der laufen? Also sicherlich werden wir alle dieses Jahr wahrscheinlich irgendwelche Dinge erleben, wo man sagt, okay, das braucht kein Mensch. Aber da müssen wir durch. So ist das Leben. Und wenn es dir nicht gut geht, weißt du ja, kannst du dich immer gerne bei mir melden. Aber die Schlange ist natürlich gerne erstmal immer auch die Heilung. Also es geht tatsächlich im Deck jetzt erstmal darum, für sich selber zu schauen, puh, was ist denn gut für mich? Ja, ich habe vielleicht letztes Jahr viel zu viel für andere gemacht. Ich habe mich viel zu viel verbogen, verstellt, habe mich angestrengt, dass vielleicht jemand bei mir sein will, wird. Ne? Und das darf man mal anschauen und sagen, weil du bist jetzt da auch gefallen, Personenkarte kann auch der Mann sein. Ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Ich gehe für mich selber in meine Heilung rein. Sorge gut für mich. Ich schaue mir auch Dinge an, die kompliziert sind, vielleicht in meinem Leben. Schlange auch ja gerne mal Komplikationen. Also ich darf da jetzt natürlich reinschauen und sagen, wo habe ich es schwer? Wo habe ich es kompliziert? Muss das überhaupt sein? Kann ich das aus meinem Leben weggeben oder kann ich es lösen? Dass ich für mich selbst in die Heilung gehen kann. Na? Okay, wir schauen mal weiter. Oh ja, da haben wir auch noch mal den Mond. Das ist eine sehr, sehr mächtige Karte. Deine Gedanken, deine Ängste, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Intuitionen, deine Emotionen, deine Psyche. Also du darfst jetzt hier, ich sage einfach mal, psychisch in die Heilung gehen, dass du wirklich auch in einen Bewusstheitszustand kommst, in dem du sagst, ich brauche niemanden in meinem Leben.
kein Mensch. Ich brauche nichts und niemanden, um glücklich zu sein, weil ich kann das in mir selbst hervorrufen. Ich kann selbst dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich kann selbst dafür sorgen, dass ich meinen Weg auf jeden Fall gehen kann. Das ist jetzt so ein bisschen das Hauptthema. Also wir nehmen das jetzt mit rein ins nächste Jahr schon, diese guten Energien, und wollen natürlich jetzt dann auch, naja, beim berühmten Thema Liebe mal reinschauen, für den 2.1. Ja, und in der Liebe sehe ich schon, ja, die Blumen. Selbstwert, Selbstliebe, Harmonie, Wachstum, Schönheit, Aufmerksamkeit, Komplimente. Also auch in der Liebe darfst du schauen, ja, geht es mir da gut? Bin ich auch in der Liebe? Gebe ich Liebe und habe ich aber auch meine Selbstliebe? Kommt da was zurück? Die Blumen natürlich auch die Karte fürs Wachstum, na? Dass man sagt, okay. Ich schaue mal, dass ich für mich auch in der Liebe ins Wachstum komme. Ja, und mit dem Sarg, das ist auch eine Karte für ein Zustand geht zu Ende und ein neuer Zustand darf beginnen. Das ist die Karte der Transformation an der Stelle, wo du wirklich auch jetzt am Jahresbeginn in der Liebe mal für dich reinschauen darfst und darfst sagen, okay, bin ich da jetzt auf einem guten Weg? Bin ich mit diesem Menschen, für den ich mich interessiere, auf einem guten Weg? Bekomme ich von dem das zurück, was ich gebe? Oder ist das alles für mich anstrengend? Ne? Will ich es ihm immer recht machen? Verbiege ich mich vielleicht? Verstelle ich mich vielleicht? Bin ich mit meiner Energie und Aufmerksamkeit bei dem und es kommt gar nichts zurück? Also das darfst du dir alles jetzt auch zum Jahresbeginn anschauen und sagen, okay, ich mache jetzt einen Reset, einen Neustart in der Liebe. Ich merke, ich strenge mich bei meinem Wunschpartner, mit dem ich gerne zusammen sein wollen würde, echt an, ne? Aber es geht nichts vorwärts, dann kann ich den Sargdeckel zuklappen, kann sagen, ciao, Kakao, ich möchte jetzt ins Wachstum gehen. Aber es sieht mir natürlich hier auch schon so aus, dass in Sachen Aufmerksamkeit und Komplimente eine Transformation stattfindet, wenn du so das Gefühl hast, ja, bei meinem Wunschpartner, da tut sich schon irgendwas, weil manchmal braucht der Wunschpartner halt etwas länger, bis er versteht, ah, das könnte eine schöne Partnerschaft sein, na, weil wir haben jetzt hier auch noch den Stern dazu. Das ist die Klarheit, die Fülle und die Wunscherfüllung. Erkenntnisse. Dass es vielleicht jetzt mal langsam vorwärts geht, habe ja gestern irgendwo auf irgendeinem Kanal von mir den Hinweis gegeben, wenn du mit einem Mann oder einem Menschen nicht weiterkommst, der ist immer irgendwie da, aber auch wieder nicht, der will dich nicht loslassen, der will aber auch nicht weg sein, dann zieh du dich auch zurück. Dann zieh du dich mal zurück und sage, okay, weißt du was? Ist mir zu anstrengend mit dir. Ich habe keine Lust auf anstrengende Sachen in Bezug auf Liebe. Ich ziehe mich zurück, weil dann kann es mal gut sein, dass er wach wird und sagt, oh, okay, jetzt habe ich so lange rumgeeiert, bis die weg ist. Und dann kann es gut sein, dass da auch was vorwärts geht. Okay, wir schauen aber doch auch noch mal rein, was ist denn ganz speziell für dich richtig und wichtig? Was ist dein Thema so am 2.1.? Was kannst du da anschauen? Worauf sollst du achten? Oder was ist eh schön an dem Tag? Wir gucken. Ja, und auch hier ist der Sarg. Also ich sehe schon ganz viel Transformation, ganz viel Schauen. Welchen Sargdeckel kann ich zumachen und weggeben? Oder wo kann ich in eine Veränderung reingehen? Ja, also der Sarg. Ein Zustand geht zu Ende, ein neuer Zustand darf beginnen. Hier liegt die Heilung, hier liegen deine Gedanken. In der Liebe ist es ja auch ähnlich, wobei ich da so ein bisschen die Transformation und die Wunscherfüllung in Bezug aufs Wachstum sehe. Aber auch du ganz persönlich darfst hier scheinbar so, Dinge beenden. Ja. Okay, so, und hier haben wir das. Der Klee gerne auch die Chance aufs Wachstum im Glück. So, gute Kombination. Du darfst auch am 2.1. am Tag über immer mal schauen, okay, wo bin ich so ein bisschen im kleinen Glück? Was heißt das, das kleine Glück? Das ist etwas, wo man sagt, ja, passt schon irgendwie, könnte aber auch alles besser sein. Also so ein bisschen so, hä? Und da darfst du drauf schauen und dann darfst du da auch einen Deckel drauf machen, den berühmten Deckel drauf machen und sagen, gut, ich gebe das mal ab oder ich ändere etwas in Bezug auf dieses Thema, damit ich auch die Chance aufs Wachstum im Glück habe und weiterkomme. Oftmals hängen ja
Energienmenschen Themen an uns dran, mit denen wir uns dann beschäftigen, was die uns von uns selbst wegholen, ne? Also Aufmerksamkeit irgendwo im Draußen, bei irgendwas oder irgendwem, dann tut einem das nicht gut. Und da darfst du am 2.1. tatsächlich mal genauer drauf schauen und sagen, gut, ich gebe das mal ab, ne? In Bezug auf dieses Thema ändere ich etwas. Und du bist auch schon wieder du gefallen. Also das auch, kann auch der Mann sein, wenn du als Mann zuschaust, natürlich. Dass es für dich am 2.1. absolut darum geht zu schauen, wo ist das kleine Glück, mache ich zu, beende ich, gehe ich meinen Weg weiter. Die Reihe gibt es ja sehr, sehr gut her, dass ich dir sagen kann, ja, hier ist ja auch der Hund, bleib dir selber treu. Bleib dir selber treu, steh für dich selber ein, für deine Wünsche, für deine Sachen, für deinen Weg, und dafür darfst du auch den Menschen um dich herum das sagen. Weil wenn du einem Menschen, der um dich herum ist, sagst, hey, pass auf, ich kümmere mich jetzt mal mehr um mich, ist nicht böse gemeint, wenn ich mich von deinem Thema oder von dir zurückziehe, dann kann es sein, dass der verschwindet. Aber das ist auch gut so. Weil wenn du anders schwingst, anders bist, dann gehen Menschen in deinem Umfeld, es kommen aber auch neue wieder hinzu, und das soll auch genauso sein. Also nicht eher wundern, wenn du dich veränderst, wenn dann Menschen aus deinem Umfeld verschwinden, weil es einfach so ist, dass dann neue Menschen in dein Leben kommen, die auch gut schwingen. Na? Und was sagt die geistige Welt dazu? Das kann ich dir verraten. Die Eulen, ja, die sagen auf jeden Fall schon mal, ganz wichtig, am 2.1. geh mal in dich. Das ist der innere Wegweiser, das ist die Intuition, das ist das, was du in dir drin anschauen darfst. Wo komme ich nicht vorwärts? Wo habe ich ein Thema? Und ich beende das radikal. Radikal. Ich sage, hey, ich bin jetzt an der Reihe. Ich will, dass es mir gut geht. Ich habe jetzt verstanden, ich kann mir mein Glück, meine Leichtigkeit verschaffen. Ja, und ich kann keine Leichtigkeit haben, wenn du es mir schwer machst. Und deswegen darfst du gehen. Ja, und ich gehe meinen eigenen Weg. Also sehr, sehr viel Intuition auf jeden Fall mal. Genau, dass du Dinge, es passt sehr, sehr gut, dass du Dinge anschauen darfst, die an dir nagen. Die Mäuse, so ein bisschen Kummer, Sorge, etwas nagt an dir, ne, etwas beschäftigt dich dauernd. Schau mal in dich hinein, was beschäftigt dich und was hält dich davon ab, in deine Leichtigkeit zu gehen? Was macht es dir schwer und was hält dich von deiner Leichtigkeit ab? Also das ist eine tolle Reihe, die wir da haben. Geistige Welt sagt hier schon ganz, ganz klar, schau mal an, was an dir nagt. So, und klar, der Baum noch dazu, das ist die Karte des Lebens, des Wachstums, der Bindung, auch der Gesundheit. Das ist natürlich auch gern mal die mentale Gesundheit. Ne? Dein Kopf, fühlt er sich wohl, ist der bei der Sache, bist du im Kopf auch bei dir, bist du im Hier, bist du im Jetzt, ganz, ganz wichtig, dass du da deinen Weg gehen kannst. Und ja, ich schicke dir natürlich auch viel Liebe, na, da ist ja auch schon gefallen als Hauptenergie, was ja auch immer wichtig ist, zu einem Tag dann in der Selbstliebe bleiben, sich selbst lieben, auch Selbstwert fördern. Also eine ganz, ganz tolle Energie mit einer Aufgabe, ja. Und wir schauen natürlich auch nochmal das Eulchen des Tages an. Und da ist es auch schon. Ich hoffe, ich kann es lesen. So. Kleines, erinner dich. Du bist so, was? Nee, geht nicht. Brauche ich meine Brille. Du bist nicht das, was du denkst, sondern viel, viel mehr. Und da haben wir ja, also ist immer wieder erstaunlich, wie diese Eulenkarten immer zum Reading passen. Das ist unglaublich. Das, was du denkst, dass du bist, das bist du ja gar nicht. Das, was du denkst, ist nur dein kleiner Ego, dein kleines Ego, dein Denker hier im Gehirn. Das, was du bist, ist viel, viel mehr. Das, was du bist, ist in dir drin. Das, was du fühlst, das, was du spürst, dein Sein, dein Körper, Geist und Seele, das bist du. Das, was du da oben denkst, das kann ruhig mal ein bisschen runterfahren. Wir sollten alle viel mehr ins Fühlen rein, ins Spüren gehen, ins Erleben gehen und nicht so viel im Kopf unterwegs sein, nicht so viel denken, keine Zeitreisen im Kopf machen, sondern einfach mit Körper, Geist und Seele hier im Jetzt sein. Von daher ist es eine ganz, ganz tolle Karte. Das hat mich jetzt wirklich gefreut und ich bin immer wieder erstaunt,
wie diese Eulenkarten zum Reading dazu passen. Das ist wirklich unglaublich. Also, der Weg ist klar. Für den 2. Januar habt euch alle lieb, bleibt gesund, seid auch lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!